Willkommen zurück zu Drakensang Online. Ja, mein Magier sieht jetzt ein bisschen komisch aus und hat auch einen neuen Namen. Genau gesagt, es ist tatsächlich mal mein Waldi. Und warum ich auf dem Waldi jetzt bin, erkläre ich jetzt. Und zwar, es gibt einen neuen Bonuscode. Dieser Bonuscode ist eigentlich für alle Leute interessant, die noch nicht Level 55 sind, beziehungsweise die einfach schon mal ein bisschen halten Stein haben möchten für das nächste Level. Und zwar lautet der Bonuscode Level Up Gem. So. Tada! Und der kommt jetzt. Das ist nicht. Der kommt jetzt hier gleich. Also. Ach Mann, ey. Muss ich wieder. Muss ich wieder neu auf die Map? Ja, ich muss wieder neu auf die Map. Da ich keine Reisekarte habe, bin ich langsam. Ja, das ist halt mein kleiner Waldi. Oh, das ruckelt gerade aber ganz schön. So, also. Wir gehen nochmal auf die Map drauf. So. Na, wo kommt es denn? Und zwar ist es ein kleiner Edelstein, der tatsächlich 5% mehr Erfahrungspunkte gibt und man kann ihn überall einsockeln. Davon habe ich schon einen hier drin und davon habe ich jetzt quasi einen zweiten. So, außerdem gibt es noch, und zwar den gibt es tatsächlich nur aus diesem Video, diesen Bonuscode. Ansonsten gibt es den noch gar nicht. Es gibt noch einen weiteren Bonuscode. Und zwar lautet dieser Bonuscode More Damage. Bei diesem Bonuscode. Nein. Ja. Bei diesem Bonuscode, wo ich jetzt nochmal wieder. Oh Mann, oh. Das war aber schon mal besser geplant. Bei diesem Bonuscode, wo ich jetzt nochmal die Map wechseln darf, handelt es sich um zwei kleine Buffs. Es ist nicht viel, aber es ist immerhin eine Kleinigkeit, die ich verlosen darf. Da nochmal vielen, vielen Dank. Was heißt verlosen? Die ich verkünden darf. Da nochmal vielen, vielen Dank an Drakensang Online. Es ist ein kleiner Buff mit zweimal jeweils 12% Schaden für 2 Stunden. Das heißt, für 4 Stunden 12% Schaden. Das kann man sich durchaus mal geben für einen Bonuscode. Ja. Guti, dann würde ich einfach sagen, ich wünsche euch viel, viel Spaß mit dem Bonuscode und mit dem zweiten auch. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.